Hallo und herzlich willkommen zu Remastered Home Session. Das erste Mal für euch von zu Hause. Diesmal sind wir bei Simon zu Gast. Simon, wo sind wir denn hier bei dir? Ja, wir sind bei mir. Kannst du noch ein bisschen mehr zu diesen wunderbaren Räumlichkeiten erzählen? Ich meine, wenn wir uns hier umgucken, das sieht ja absolut traumhaft aus. Ja, wir sind hier in unserem Ess-Wohnzimmer. Hier kann man wohnen und essen. Oder auch spielen. Das machen wir nämlich heute. Und wir fangen nachher auch damit euch beiden an zu spielen. Das sind Olli und Benny, unsere beiden Remastered-Küken. Was habt ihr denn heute für uns mitgebracht? King of Fighters 98 und ich werde Benny auf jeden Fall auf die Fresse hauen damit. Ist das richtig, Benny? Ja, leider weiß Olli noch nicht, dass ich The King of Fighters 98 Koryphäe bin. Ja. King of Fighters 98, ein tolles Spiel, dazu sehen wir gleich mehr. Jetzt schauen wir aber erstmal um die Ecke. Und zwar gehen wir heute hinter den Tresen zu einem unserer absoluten Spitzen-Remastered-Köche. Das ist der liebe Max. Max, sag doch mal, was du uns heute mitgebracht hast. Ja, ich habe heute ein wahres Potpourri an guten Spielen mitgebracht. Und was ich nachher noch so zusammenkoche, das ist noch in den Sternen. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird euch die Gehirne rausblasen, wie man so schön sagt. Ich kann es kaum erwarten. So, und jetzt schauen wir noch einmal um die Ecke. Und zwar haben wir natürlich noch etwas weiteres für euch heute parat. Da sitzt, jetzt muss ich mich mal hinter unsere Fernseher begeben, der liebe Alexander. Alex, was hast du uns denn heute so Schönes mitgebracht? Ein brandneues Spiel, beziehungsweise ein Spiel, was noch gar nicht rausgekommen ist, von den Leuten von Behemoth, Pit People. Wir werden gleich doch... Eins meiner Lieblingsspiele, jetzt schon. Also, Spiele, die noch nicht mal raus sind, jetzt bei Remastered und wir sehen uns gleich wieder. Hey, 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 hallo und herzlich willkommen zum ersten Take mit Alex am heutigen Tag. Alex hat uns Pit People mitgebracht. Was ist das? Richtig, genau. Pit People ist das neue Spiel von Behemoth, von den Leuten von Newgrounds, von, ich glaube, die heißen Tom Falb und Dan Paladin. Ihr kennt die wahrscheinlich von Battleblock Theater und Castle Crashers und Alien Hominid. Ich gehe fest davon aus, dass die Leute Battleblock Theater deswegen kennen, weil es auf Remastered bei YouTube eine unglaublich erfolgreiche Reihe ist. Wir sind ja berühmt geworden durch Battleblock Theater. Ne? Ja. Das ist jetzt das neue Spiel, das wird dich vielleicht auch noch interessieren. Ist ein Early Access Spiel, ne? Da muss man schon mal von vornherein sagen. Ich bin eigentlich gegen Early Access, muss ich sagen. Man weiß ja nie so richtig, wenn so Sachen wie Rust oder The Forest oder sowas, die kommen ja teilweise nie aus Early Access raus. Ark Survival Evolved. Ist einfach grausam, aber bei denen habe ich mir gedacht, okay, die bieten es jetzt an und die haben schon, sind sehr erfolgreich gewesen mit ihren Spielen und da dachte ich mir, okay, ich werde schon nichts falsch machen und siehe da, der Koch macht Sachen. 3 Updates sind schon rausgekommen, das Spiel ist Anfang 2017 rausgekommen, 3 Updates sind schon draußen und die haben auch wirklich was verändert. Und das also Updates, also wirklich das, was man heutzutage unter Download-Content oder sowas verstehen würde. Genau, ja, ja, genau. Sachen haben sich wirklich grundlegend verändert, okay, und sind auch schon besser geworden. Alles klar. Am besten gucken wir jetzt auch mal direkt rein. Ja, vielleicht, wo du jetzt das Spiel startest, aber ich meine Early Access oder auch Kickstarter und sonstige Sachen, je nachdem, wie man... wie man das auch selber sieht, wie man, wenn man die Entwickler kennt, kann man das auch eher durchziehen und unterstützen. Ich sehe das gar nicht so als gefährlich an. Ich meine, die haben ja bewiesen, dass sie es können, also warum nicht frühzeitig unterstützen? Richtig, bei denen ist es halt nicht gefährlich. Bei anderen sehe ich das schon ein bisschen ein, sodass man weiß ja nicht, was daraus wird. Ne? Alex, mal kurz auf der Metaebene. Ich frage dich kurz, nimmst du gerade auf? Ja, ich nehme gerade auf. Ja. Keine Sorge. Das ist live aus Simons Küche. Und wenn nicht, schade. Ja. So, also was wir hier sehen, ist das wunderschöne Hauptmenü. Also das Hauptmenü, was wir gerade gesehen haben, ist das große Hauptmenü, aber das ist jetzt das von meinem Charakter, von meinem Profil. Ne? Wir sind hier in der festlichen Gegend. Ich weiß nicht, wo wir da sind, aber es ist ganz witzig. Und hier lassen sich einige Sachen herausstellen. Aber ich sag erstmal, worum es wirklich im Spiel geht. Das Spiel ist ein Strategiespiel. Ganz anders als die Leute, vielleicht auch die Fans von Alien Hominid, von Castle Crashers und Battleblock Theaters gewohnt sind, die auch eher so actiongeladene Plattformer und sowas gewohnt sind, haben die mal gedacht, ja komm, jetzt nerven wir unsere Fans mal und machen mal ein Strategiespiel. Ja. Was ich ganz geil finde, ehrlich gesagt, weil ich bin grundsätzlich eher anti, also ich kann die nicht so gut, Strategiespiele. Ich liebe Age of Empires und so, aber ich kann sie einfach nicht. Ne? Also ist es denn, Strategie kann ja viele Facetten annehmen. Ist es jetzt eher sowas wie Age of Empires, also Echtzeitstrategie oder sowas wie Civilization, Master of Orion, Final Fantasy Tactics, also wie kann ich mir das vorstellen? Man hat ja ein Team von 6 Leuten jeweils. Also ich stelle mir auch ein Team von 6 Leuten. Vielleicht kann man es ja direkt mal sehen, dann ist ja recht. Also, man kann sich hier ein Team von 6 Leuten einstellen, man hat 6 Slots und kann die halt belegen. Ja. Und jeder dieser Charaktere hat verschiedene Inventar, Eigenschaften.
Genau, das ist ganz klassisch halt. Zum Beispiel hier haben wir unseren Horatio mit dem Hattie Hattington-Kopf von Battleblock Theater. Und einem Eis... Genau, und einem Eis-Dings. Das ist so mein Hauptcharakter, deswegen glitzert der auch so. Okay. Und das hier ist zum Beispiel Cupcake. Gluten. Oh. Und das ist zum Beispiel mein Healer. Kannst du die Namen selber geben oder ist das vorgegeben? Nee, das ist vorgegeben. Okay. Und zwar, das ist ein schöner Aspekt des Spiels. Und zwar gibt es sehr, sehr viele verschiedene Rassen, kann man so sagen. Mhm. Verschiedene Charakterklassen. Charakterklassen, genau. Und in der Charakterklasse gibt es auch ganz viele verschiedene Sachen. Und man kann dann, wenn man dann in der Open World ist, zeigen wir dann nachher noch, kann man dann diese Charakterklassen sich quasi erobern, indem man die halt quasi fängt. Wie, okay, wie bei Pokémon. Man muss die also nach und nach freispielen, kann die dann in sein Team holen und dann ein bisschen andere Schlangen. Ist das Ganze denn, wenn du jetzt sagst Open World und sowas, ist das ein Multiplayer-Spiel, du spielst gegen andere Spieler oder ist das eher so ein Open World und du eher sowas wie No Man's Sky? Nee, die Open World ist eigentlich nur ein Mittel. Die Open World, die können wir gleich einmal sehen. Okay, es ist, vor allem ist es ein Two-on-Two. Jeder hat einen Teil von ein Team von 6 Leuten und bespielen dann gegeneinander. Also eins gegen rundenbasiert. Eins, meinst du? Eins gegen eins, okay, genau. Es gibt auch ein 2 gegen 2 Spiele und ein 2 gegen 1, wenn man lustig ist und unfair. Ne? Das gibt es natürlich auch. Okay. Und normalerweise ist es dann ein Team von 6 Leuten gegen eine bestimmte Anzahl PvE-Leuten. Das können auch dann mehr sein, ne, wenn es mal schwer werden sollte. Oder halt dann das normale PvP. Richtig. Und das Schöne ist, man kann sich hier richtig schön austoben, customizen und Sachen sammeln und so. Zum Beispiel hier mal ein Eis-Dings. Also das, was auch ja so Battleblock Theater auch ein bisschen ausmacht. Seine Charaktere immer wieder neu, was nichts bringt eigentlich, aber es macht trotzdem Spaß. Aber hier bringt es nämlich tatsächlich was. Okay. Ne? Hier kann man zum Beispiel verschiedene Arten von Helmen suchen. Zum Beispiel keinen Helm, einen kleinen Helm, einen blauer Helm, einen großen Helm. Und ich sehe auch, die haben jetzt alle verschiedene Eigenschaften. Genau. Also Gewicht und sowas, Damage, also so typische Rollenspielaspekte. Genau, also in den Klassen verändert sich das, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einen großen Helm geht, dann sind hier meine freigeschalteten Helme. Die sind einfach wirklich nur noch so, dass wie es aussieht halt. Wie nennt man das nochmal, das Wort? Appearance. Ja, genau, sowas in der Art. Ne? Dass es halt nur so schön aussieht. Aber das finde ich auch schön, das habe ich von Battleblock Theater auch sehr genossen. Ja. Ja? Sollen wir vielleicht einfach noch mal ins Spiel reinspringen, dass wir mal sehen, wie das aussieht, wenn du jetzt mit deinem Sechser-Team andere wegbumst? Genau, sicher, können wir machen. Also an sich ist das so, man hätte diesen Kit und da kann man dann Verso spielen, im Koop. Aber das, was das Spiel wirklich ausmacht, ist das. Das ist, sieht erstmal ein bisschen verrückt aus, aber das ist an sich das normale Story-Spiel. Du hast hier wirklich dann hier normalerweise hier über diesen 3 Dingern, die man jetzt rechts sieht, ist normalerweise auch eine Story-Quest. Okay. Und die kann man auch zusammen im Koop spielen. Ah, cool. Also auch dann online im Koop. Genau, das gesamte Spiel kann man online im Koop spielen und jeder hat ein Team von 6 Leuten und dann kann man so da spielen. Und hier kann man sich ein paar Sachen aussuchen, zum Beispiel eine Side-Quest, die brauchen wir noch. Das sind die 3 Dinger hier oben, ganz oben sieht man die. Jetzt nehmen wir zum Beispiel eine Sidequest. Zum Beispiel, willkommen in Arsenville. Sprich mit dem Toastmeister über weitere Feuermännersichtungen. Alles klar. Nehmen wir mal. Und jetzt können wir mit unserem Team in die Open World reingehen. Ja, wunderbar. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen gemein für die Leute da draußen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle und gucken uns dann im nächsten Take an, wie die Open World aussieht. Ja, würde ich auch sagen. Und wir schauen uns jetzt aber an, was im Hintergrund unser Kochmeister Max da schon so alles vorbereitet hat. Bis gleich. Da sind wir wieder. Das hier ist eine PSP. Viele würden sagen, die PSP war nichts weiter als ein Gimmick. Und ich habe hier noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Okay, die meisten hast du mitgebracht, aber drüben ist noch mein Wii U-Pad, wo auch viele gesagt haben, ist das irgendwie doch nur so ein blödes Gimmick, um die Konsole zu verkaufen. Heute schauen wir uns aber was anderes an und jetzt können wir es ja auch aufdecken, was du uns heute tatsächlich mitgebracht hast. Und zwar die Switch. Aber du hast mir gerade meinen Scherz versaut, denn ich wollte gerade so schön das Ding hier nehmen und dir sagen, guck mal, Nintendo hat eine neue Konsole gemacht. Richtig geiles Teil, guck das doch mal an. Fett oder nicht? Das ist wirklich fett. Man würde fast sagen klobig, viel Plastik und überhaupt nicht hübsch. Ganz genau. Aber da wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, wobei die Wii U kam auch im 21. Jahrhundert raus, es ist leider die Wii U, aber ich hatte was vorbereitet und es müsste jetzt auch gar sein. Ich bin so gespannt. What? What? Oh mein Gott! Dann schauen wir doch mal, was das gute Stück so zu bieten hat. Also. Oh, ist noch ganz heiß. Alter, musst du aber aufpassen. Deswegen ist die Verpackung auch rot. Man muss das Ding mit Vorsicht genießen. Vor allen Dingen, wenn man das hier ein bisschen zu weit nach vorne drängt, könnten hier natürlich direkt Kratzer entstehen, was auch viele Leute direkt bemängelt haben. Denn
Hier ist einfach nur Plastik drin. Vielleicht sieht man das ein bisschen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall glaubt es mir, es ist einfach nur voll Plastik, ohne irgendwelche Schutzmechanismen. Viele haben sich schon aufgeregt, dass der Bildschirm zerkratzt. Bei mir ist es noch nicht so. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Ne? Musst du es denn unbedingt da reinpacken, damit die sich lädt? Oder hast du die Möglichkeit, die irgendwie so aufzuladen? Ich würde mir wünschen, dass ich einfach hier unten ein Kabel dran stecken kann, um so aufzuladen. Ist aber leider nicht möglich, um diese beiden Dinge aber aufzuladen. Aber also das ist ja auch nicht notwendig. So ein Feature, wer braucht sowas schon? Ja, wer braucht sowas schon? Und wenn man das unbedingt haben möchte und im Bett spielt, das Kabel unten rausguckt, ist auch super. Ne? Was will man mehr? Das erinnert mich an Apples Designphilosophie, auch bei einer Maus, das Ladekabel so auf die Unterseite zu setzen, dass man sie nicht benutzen kann, während sie lädt. Eine sehr gute Idee. Ich mache es einfach mal an. Und wie wir sehen, zack, ist sie oben. Also hochfahren dauert also circa 2 Sekunden. Ist da eine SSD oder irgendein Flash-Drive verbaut? Weißt du das? Oder ist das einfach nur, weil das eh nichts kann? Ich bin mir nicht sicher, wie was da für eine Speicher oder was da für eine. Ist das ein Speicher dann? Also irgendwas muss da drin sein, damit du es. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemlich schnelle, wie heißt denn das? Die SSD ist eine Festplatte, ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, was drin ist, wie gesagt, aber ich habe jetzt doch gerade ein bisschen geschummelt, denn das Ding war auf Standby. Also einfach angemacht und 2 Sekunden hochgefahren. Lügenpresse. Es dauert vielleicht 5 Sekunden mehr, wenn man sie halt aus dem normalen Start anmacht. Und das ist ein relativ schickes, slickes Interface. Hast nicht viel, hast nur die Spiele hier, die du sehen kannst. Unten ein paar Buttons für Nachrichten, E-Shop, Bilder, Controller, Einstellungen und aus. Haben alle einen richtig schönen Sound. Ich mal kurz, ob ich den laut kriege. Wenn du in die einzelnen Dinger reingehst, und zurück, bading. Warte, wir gehen einmal alle durch. Ich mag die. Der ist der coolste, glaube ich. Also, ich sehe, du bist begeistert. Was mich jetzt interessiert, bevor wir jetzt gleich nochmal so reinspringen, ja. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Ich würde die jetzt einfach mal gerne hochnehmen, wenn das okay ist für dich. Vielleicht kann ich dir auch kurz das Mikro geben und dann tauschen wir auf dem Wege. Achte auf deinen Gesichtsausdruck. Ich muss sagen, es fühlt sich schwerer an, als ich dachte. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es ein richtiges Leichtgewicht ist, aber es ist eigentlich ja ganz angenehm. Ist das auch ein Touchscreen? Ist ein Touchscreen, ja. Ja, wunderbar. Und prinzipiell, wie funktioniert dieser Mechanismus, jetzt die beiden Joy-Cons, also die beiden beigelegten Pads abzunehmen? Was muss ich dafür tun? Du hast da hinten so einen kleinen schwarzen Knopf. Das ist relativ fummelig, genau. Das machst du schon sehr gut. Oh, ein Naturtalent. Ich bin alter Nintendo-Veteran und ich weiß ja, wie die ticken, ne? Die in Japan so. Ja. So, jetzt hast du die schönen Dinger in der Hand. Wie fühlen sie sich jetzt an? Man hat ja diese scharfe Kante quasi. Man könnte meinen, dass das einigermaßen unangenehm ist, aber also bei mir war es jetzt nicht unangenehm. Wie ist es bei dir? Nee, ich habe das Glück, ich habe hier ich habe halt alte, dicke Wurstfinger und deswegen ist da genug Fett, um das irgendwie zu blocken. Letzten Endes, ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, ich finde es jetzt nicht unangenehm, aber es ist auf jeden Fall komisch. Bei der Wii hattest du ja das gleiche Erlebnis im Prinzip, aber da waren Nunchuck und Wiimote ja schon nochmal getrennt in ihren Funktionen. Jetzt hast du halt zweimal diesen Stick und kannst machen, was du willst. Das ist auf jeden Fall mal echt ein bisschen was Neues. Es gibt auch noch diese Strap-Ons, wie sie heißen, damit du hier noch so ein Zentimeter, glaube ich, mehr Platz hast und die Knöpfe für R und L, wenn du es halt, du kannst die ja auch so benutzen als einzelnen Controller, dazu packst. Und das ist einfach, also ich habe es nicht mitgebracht, weil ich es auch generell als sinnlos empfinde, die dran zu machen. Das ist einfach nur störend. Das ist aber süß, dass man hier nochmal so zwei Knöpfe an der Innenseite wirklich hat. Um dann da, also die kann man auch in dem Modus aber manchmal benutzen. Es gibt Spiele, wo du es dann theoretisch so hältst und dann alles machen kannst. Das ist dafür gedacht, dass wenn zwei Spieler spielen, jeder hat so einen Controller, ja, genau, hast das du links, dann kann man es machen. Aber jetzt in jeder Hand eins, glaub ich nicht. Möglich, ja, aber. Ja, auf jeden Fall ein Krampf, wenn es jetzt, aber gut, man muss es ja nicht machen. Was würdest du denn sagen von der Wertigkeit her? Wie fühlen die Dinger sich an? Ich finde, es ist gar nicht mal so billig. Es fühlt sich jetzt echt wie leichtes Plastik an, aber es ist schwer genug, dass ich es gut in der Hand halten kann. Mich stört es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, was die Oberfläche angeht. Denn wenn man mal solche Sachen wie PlayStation und sowas angeht, da reibt sich diese jetzt noch raue Oberfläche relativ schnell ab und wird glatt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier auch so sein wird, aber die Zeit wird es zeigen. Wer weiß. Ja, die Zeit wird auch zeigen, ob das auch Spaß macht, damit zu spielen. Wir sind in ein paar Minuten wieder da. Jetzt schauen wir aber erstmal nach, was Olli und Benny uns heute Genaues mitgebracht haben. Ich befinde mich jetzt in einer sehr unangenehmen Situation. Ich muss zwischen Olli und Benny sitzen.
Ich hoffe, dass ihr Non-Skill nicht auf mich abfärbt. Jetzt könnt ihr aber erstmal untereinander versuchen, euch hier zu battlen. Was spielt ihr jetzt nochmal genau? Ich habe das vorhin im Intro nicht so ganz verstanden, Olli. Warte, sieht man das hier irgendwo? Hier, The King of Fighters 98 Ultimate Match, Press Start Button. Das Spiel ist von SNK. Gibt es hier jemanden im Raum, dem SNK etwas sagt? Nö. Max, das habe ich mir fast gedacht. Der winkt von da hinten. Ja. Max, die Switch, kann die sich auch allein vorbereiten in der Mikrowelle? Oder wie machst du das? Die ist ja jetzt rausgekommen aus der Mikrowelle. Die wärmt sich jetzt langsam auf. Ah, sehr gut. Dann können wir gleich also mal richtig probieren. Wobei gerade die Switch auch sehr viele SNK-Titel dabei hat. Spannend. Also vor allem hier SNK deswegen so interessant, weil das Spiel, was wir jetzt hier sehen, ursprünglich eben auch auf Arcade-Automaten rausgekommen ist. SNK so als Neo Geo-Firma, dick am Start. Und was wir jetzt sehen, ist halt auch ganz typisch für die King of Fighters-Reihe, dass wir da eben dieses Dreier-Tag-Team haben und ihr jetzt euch... Genau, ihr euch jetzt gegenseitig hier fertig macht. Okay. Ich dachte, Benny hat was dazu zu sagen. Krauser, Benny Maru sind auf Bennys Ersatzbank und jetzt heißt es eben Roger gegen Shermie. Oh, sie hatten, man würde sagen, Zuhälterschelle in bösen Kreisen. Mit der Rückhand wird er einmal ausgeholt. Aber ich jetzt mal ein bisschen auf der anderen Ebene. Ach, hinten, die anderen jubeln euch ja zu. Aber die Touristen gefallen mir auch sehr gut, wie sie da unscheinbar stehen und irgendwie ist das awkward alles. Guck mal, jetzt habe ich Max angemacht, aber ich weiß nicht, was das bringt. Also ich weiß nicht, ob ich dann Schläger mache oder irgendwie einen Supermove ausführen kann. Aber auf jeden Fall. Ja, also links unten steht ja bei Benny Advanced und bei Olli steht Max, also... Ey, die sind anscheinend Brüder oder so, weil die haben gerade mal Special-Ding gemacht. Sieht auch so aus. Der eine sieht auch aus wie der andere, nur mit anderer Haarfarbe. Ich finde tatsächlich, dass das Spiel ganz, ganz hübsch aussieht. Also, wir haben ein bisschen geübt und dann, der kommt dann schon, ich wollte kaum aufhören. Aber es sieht so aus, als ob der Krauser dich gerade richtig... Ja, ich hatte ja auch weniger Leben vom Kampf vorher. Also. Junge, du hast keine Chance gehabt. Aber jetzt kommt Takuma. Sakazaki. Hast du mit dem gerade schon trainiert? Nein. Also hast du keine Ahnung, was der so kann? Also man hat auf jeden Fall immer, wenn man nach unten... Ey, Junge, ich wollte gerade was erklären. Wenn man unten so eine Bewegung im Kreis macht, wie bei Dead or Alive oder sowas, dann füllt man auf jeden Fall einen Special Move aus. Also, es gibt hier auch schon Kombos und sowas. Also man kann auch Button mashen. Und es ist wie in anderen Spielen, also wenn man vom Gegner wegdrückt, blockt man. Ja, vielleicht kann Jakob das ja auch nochmal zeigen. Das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, was ihr da macht. Ja, ich kann auch. Hallo, kannst du aufhören, ich glaube. Ich find's ganz süß, wie hinten der Ruga halt gerade saß und mega enttäuscht ist. Existenzkrise. Und hinten sitzt auch Nivisi Shermie und ist auch mega enttäuscht. Und ich muss sagen, wir haben dir gesagt, du sollst den Wolle nehmen und Wolle hat hier zwei Gegner mit ihm platt gemacht. Ja, weil er einfach. Ach, der Button ist schon. Ja, sie habe ich gewählt wegen den Skills, also das ist einfach gut. Ich finde es gut, dass Olli, dass das deine Kritik ist. Kannst du nochmal. Na, es sieht doch gut aus. Jetzt ist auch ein Fächer im Spiel. Fächer sind immer gut. Was ist dein Lieblingsschuhfach gewesen? Ich versuch das hier gerade einfach zu retten. Konzentration, das ist der letzte Kampf. Ich hau dich weg. Ja, jetzt heißt es nochmal. Hab ich schon trainiert, Junge. Es gibt jetzt richtig viel Sachen. Jetzt kommt Bennys Namensvetter Benny Maru gegen Mai. Oh, was hat die da gerade geworfen? Vetter. Wie findet ihr denn gerade? Alex hat gar keinen Bock. Max, bist du noch wach? Ich bereite das nächste vor. Na, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht in der nächsten Runde, solltet ihr ein bisschen Unterstützung erhalten, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Oh, das sieht jetzt gerade mega professionell aus, aber eigentlich müsstest du jetzt mit dem Zeigefinger arbeiten. Tatsächlich ist das aus Tekken 6 einfach nur, weil da die Kombos so teilweise richtig hart rausgematcht werden können. So wie da. Und da war's das wieder. Olli zum zweiten Mal. Olli geht jetzt auf die stille Treppe. Ja, was soll man dazu sagen? Ich hoffe, dass...
Ich hoffe, dass Olli in der nächsten Runde mehr Erfolg hat. Vielleicht wird er ihn haben durch ein wenig Mithilfe. Jetzt allerdings schauen wir uns erst doch mal an. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Was der Max für uns in seiner kleinen Kochecke bereithält. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich halte hier den linken Joy-Con in der Hand, der ja auch, glaube ich, Synchronisationsprobleme hatte. Habe ich das richtig im Kopf? Da hast du recht. Ich habe das Glück, dass es bei mir nicht der Fall ist. Dafür habe ich ein anderes Problem, wozu wir nachher kommen. Aber ja, es wurde gesagt, dass wenn man, ich glaube, 3 oder 4, 5 Meter von der Switch selber entfernt ist, dass es da Synchronprobleme gibt und dass es nicht ein Einzelfall ist, sondern bei vielen Leuten das passiert ist. Bei mir ist es zum Glück nicht passiert. Bist du häufiger 5 Meter von der Konsole weg? Nein. Also bei Freunden, die einen Fernseher im Wohnzimmer stehen haben und der so gigantisch ist wie dieser Fernseher hier vorne, da kommt es mal vor, dass man weiter entfernt ist, aber auch keine 5 Meter. Ich spiele meistens 1-2 Meter entfernt von der Switch. Ja, ich meine, wenn man 2 Meter vorm Klo steht, muss man sich nicht wundern, wenn es daneben geht, ne? Eben. Ja. Okay, wir wollen uns jetzt in diesem Take ein bisschen näher mit dem, was da auch irgendwie drauf läuft, beschäftigen und auch wie es läuft. Ja. Du hast mir jetzt ja vorhin schon so ein bisschen was erzählt. Also erstmal ist das jetzt ja nicht die einzige Möglichkeit, die Joy-Cons zu benutzen. Es gibt ja noch irgendwie einen Adapter, ein Modul, mit dem man das besser angeblich benutzen kann. Ist das so? Das ist so. Angeblich. Und ja, vielleicht können wir uns ja direkt mal angucken, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. Dazu wurde dieses formschöne Gerät mitgeliefert. Eigentlich ein Stück Plastik mit ein bisschen Metallschienen dran. Da guckst du dir mal an oder fass es sogar mal an. Aber am besten würdest du die Dinger nochmal eben reinschieben. Ja, ich versuche mich mal daran oder ich halte es einfach mal fest. Das rastet ja aber immer eigentlich, das ist ja oddly satisfying, wird man ja dazu sagen. Ja, wobei dieser coole Finger weg, der untere, der coole Switch-Sound, den man immer im Fernsehen sieht oder auf den Videos im Internet, der kommt aus den Lautsprechern. Der ist dieses, ist halt ein bisschen, ja. Okay. Wie er meint. Aber nimm doch mal einfach das Gerät in beide Hände und sag mir, was du davon hältst. Ja, vielleicht kann Jakob, sieht das ja. Also ich muss jetzt auf dem ersten, vom ersten Spiel ja sagen, es geht sogar. Ich finde eigentlich, was mich, glaube ich, am meisten stört, ist tatsächlich, dass die beiden Sticks so versetzt sind und meine Finger so nah beieinander. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Aber man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran, dachte ich mir auch. Aber bei etwas längerer Spielzeit habe ich zum ersten sowieso beide Joy-Cons wieder rausgenommen. Weil vielleicht liegt es an der Größe der Hände, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fand es einfach nur krampfig für die Hände. Bisschen länger, 0,5 Zentimeter vielleicht. Also so immer auf den rechten Joystick zu kommen. Ich finde es gut, dass sie versetzt sind, aber ja, ich weiß es nicht. Also bei der, wenn man die Wii U nochmal dagegen hält, da hat man die beiden ja so. Das ist für die Joysticks angenehm, aber die Knöpfe sind dann wieder blöd. Das ist immer so eine Sache. Es ist auf jeden Fall natürlicher. Also zumindest das, worum man jetzt jahrelang aufgewachsen ist. Mhm. Wobei ich gerade überlege, gab es eine Konsole, wo es auch versetzt war? Ja, vielleicht klar. Beim Cube und sowas? Nee, bei der Xbox. Jetzt keine Nintendo-Konsole, da gab es das noch nicht, soweit ich weiß. Aber bei der Xbox ist es ja sowieso versetzt. Stimmt, ja. Das ist auch eigentlich ein ziemlich gutes Konzept so. Aber und bei dem bei dem Wii U Pro Controller war das auch nicht so. Die waren auch beide oben. Was war, ja, ich weiß nicht, ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Ja, jetzt, was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, wenn es Spiele gibt, wo man mit D-Pad und den 4 Knöpfen hier oben spielt, das finde ich auch wieder strange, weil man stößt immer hier unten dran. Mhm. Müsste man dann vielleicht so halten. Aber gut, okay, vielleicht wird man dann eher auch was anderes oder sowas zurückkommen. Also spielst du jetzt eigentlich damit oder hast du eine andere Lösung? Nein, ich spiele nicht damit. Ich muss mal eben gucken. Ich habe nämlich was in den Topf geschmissen, was gleich fertig sein könnte. Eine Zutat fehlt aber noch. Und das ist dieses Ding, was eigentlich weggeschmissen werden kann. Ich gehe mal eben hinter dir her. Müssen wir mal eben kurz das Ding noch rühren. Es riecht aber schon gut. Ja, dachte ich mir auch. Wobei dieses eklige Ding dürfte eigentlich nicht gut schmecken, aber in Kombination mit gewissen anderen Zutaten, die ich jetzt hier nicht verraten darf, ja, fertig ist es. Obwohl, nochmal kurz abschmecken. Ja, ist fertig. Haben wir dieses leckere Gerät hier. Es ist noch ein bisschen frisch. Klar, ist ein bisschen heiß jetzt noch, ist klar. Ich gehe nochmal hinterher. Liegt direkt, das ist eine Wonne für die Hände. Ich kann es ja leider nicht essen, ne, aber es ist wesentlich angenehmer zu halten für meine riesigen Hände. Ich kenne es ja leider schon, das heißt leider, aber ich gebe es dir mal einfach in die Hand, damit du auch mal diese Wonne erfahren kannst, die dieses wunderschöne Stück Technik in einem auslösen kann. Man denkt vielleicht am Anfang direkt, Trigger hinten, man ist es von PlayStation und Xbox gewöhnt, dass die wirklich analog sind. Ich hoffe, ich dachte richtig jetzt. Du hast also zumindest keinen Weg, den du zurücklegen kannst. Das sind einfach nur Knöpfe. Nee, beim Xbox
Ich glaube, die hinteren Xbox-Pads sind auch, haben auch... Ist ein Trigger, ja, und genau, ja. RB ist ein digitaler. Ja, genau, ja. Also RB ist ein Button wirklich und der hintere ist, genau, mhm. RB und RT ist ja auch schon im irgendeinem Namen. Ich muss jetzt auch direkt sagen, es erinnert mich dann doch ans Xbox-Pad. Mhm. Ich zocke ja einfach viel Rocket League zum Beispiel und da ist gerade, ich finde das auch angenehm, dass man wirklich beide gut erreichen kann. Das ist ja auch was, woran man sich erst gewöhnen muss, wirklich beide Finger auf beiden gleichzeitig zu haben. Das geht ja eigentlich ganz gut, also... Das ist der Nachteil beim Xbox One Controller, dass man genau das hier oben nicht gut erreichen kann, meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall ein super Controller, aber preislich ist es einfach ein, wie soll ich sagen, es ist fast schon lächerlich, wie teuer das Ding ist. Das wäre jetzt auch quasi so meine nächste Frage. Ich meine, du hast jetzt hier diesen Adapter, ist der dabei, um die Joy-Cons aufzusetzen? Den gibt's dabei, ja. Und den hast du jetzt extra gekauft? Den habe ich mir extra gekauft, weil ich beim Zelda-Spielen gemerkt habe, mit diesen beiden Dingern, also sowieso das, was wir jetzt verkocht haben, ist so unangenehm zu spielen. Ich habe es dann rausgenommen. Das geht auch, ja, aber wirklich auf längere Spiel-Sessions gesehen, dachte ich mir, okay, hol dir lieber den ordentlichen Controller, du musst da nochmal investieren, aber dafür hast du einfach ein besseres Spielerlebnis. Und ich denke auch sowieso, kaufst du dir jetzt für, wie gesagt, die 70 Euro oder holst du dir in 2 Jahren für 65, da denke ich mir, komm. 70 Euro? 70 Euro, nur für dieses blöde Gerät. Also es ist auch, was mich innerlich ein bisschen aufregt. Ich habe viele meiner Spiele aus meiner Sammlung dafür verkauft, um mir das Ding überhaupt leisten zu können. Aber habe auch schon so kleine, kleine Wermutstropfen einnehmen müssen. Denn wie man in den Nachrichten und im Internet, Nachrichten vielleicht nicht, aber im Internet hört, hat die Switch das Problem, dass sie sich bei dauerhafter Benutzung verformt. Und leider ist bei mir auch der Fall. Man sieht es nicht allzu sehr, aber ich halte es mal ein bisschen in die Kamera. Ist schon gebogen. Wenn man sie hinlegt, wip. Ist eigentlich, man überlegt sich, hat Nintendo nicht die Dinger getestet? Und hat Nintendo nicht vorher bei den Joy-Cons geguckt, ob die eventuell Sync-Probleme haben? Ich weiß es nicht. Auf einer Skala von 1 bis Red Ring of Death, wie sehr tut das weh? Es tut so weh, dass ich das Ding auf jeden Fall einschicken werde. Ich würde sagen, es ist mindestens eine 8. Es kotzt mich einfach richtig an, weil ich kaufe für arschvoll Geld eine... Sag ruhig den Preis. Ja, das ist ja eigentlich relativ bekannt. Das Ding kostet 330 Euro. Der Controller ist in Ordnung. Also habe ich insgesamt für das ganze Paket ohne Spiel 400 Euro bezahlt. Und ein Spiel kostet nochmal 60 Euro. Also sind wir rund bei 500 Euro, wenn man es so nimmt. Ne? Also 40 Euro mit. Kann man zweimal eine PlayStation kaufen. Kann man heutzutage machen. Wenn du zurückdenkst, wie teuer die PlayStation vorher war, da konntest du auch nicht bezahlen. Kostet, glaube ich, 400, 500 Euro. Ohne alles, nur ja, Controller und... Wir sind halt heute, ne? Und heute ja, sicher. 250 Euro. Das stimmt. Aber mit zwei Controllern. Ja, da gebe ich dir recht. Wie teuer wird die Switch in 3 Jahren sein? Wer weiß. Ja, aber die ist neu. Die Play ist slim. Ja. Ja, gut. Nun gut, wir schauen jetzt gleich im nächsten Tag, im letzten Tag noch mal ein bisschen näher auf das ganze Gerät. Noch eine kurze Frage, wenn du es jetzt einschicken würdest, soweit ich weiß, sind ja deine Spielstände gerätegebunden. Du kannst ja nicht in eine Cloud laden, du kannst sie nicht auf eine SD-Karte packen. Ja. Würden sie dir die übertragen oder sind die weg? Ich habe solches und solches gelesen. Es gibt User, die gesagt haben, yo, das Ding ist weg. Nintendo schreibt, wir konnten ihre Speicherstände leider nicht mehr saven. Wobei auch eigentlich die Mehrzahl an Leuten gesagt hat, dass Nintendo sagt, kein Problem, die speichern wir dir drauf oder die geben wir ihnen die Möglichkeit, die nachher online runterzuladen. Das heißt, wenn ich die wiederbekomme, vielleicht sogar eine neue Konsole bekomme, haben die meinen Tag, ich kann da mich einloggen und kriege die per Download. Warum die das noch nicht so gemacht haben, dass man die generell in der Cloud speichern kann, who knows. Es geht wahrscheinlich ums schnöde Geld. Wir sehen uns gleich im nächsten Tag wieder mit Max. Jetzt schauen wir aber erstmal nach, was Alex mit seinen Pitboys so alles treibt. Hallo und willkommen zurück. Wir sitzen wieder bei Alex, der uns jetzt endlich mal zeigt, was Pitboys überhaupt... Ist es Pitboys? Pit People. Pit People. Wie komme ich immer auf Pitboy? Naja. Das sind halt Pit People. Das sind Leute, die im Pit sind. Das ist, glaube ich... Ja. Pit, die Grube. Für alle, die zu Hause sitzen und sich wundern. Pit, die Grube. Ja. Egal. Ich habe gesagt, ich habe übrigens ein Love. Habe ich das? Simon, habe ich ein Love? Wir haben das deaktiviert. Wir haben uns gedacht, mit dem Mikro ist hübscher. So, also, ich habe die Open World angesprochen, ne? Das hier ist die sogenannte Open World. Und zwar ist das eine relativ, ja, ein bisschen komische Open World. Du spielst keinen Charakter, sondern du bist mit einem Bus mit deinen Leuten hier und fährst dann da rum. Das ist eine Kutsche. Genau, meine ich doch. Und hier sieht man schon mal, da kommt die Quest. Und da fahren wir jetzt auch direkt mal hin.
Es gibt hier sehr viele Sachen zum Erkunden. Man kann hier Sachen einsammeln. Das ist auch ein bisschen wie ein Pokémon, dass dann Leute vorbeikommen und dann beginnt der Kampf. So, das sind hier noch ein paar Münzen. Und jetzt wollen wir zu unserem Toastmeister gehen. Ich hoffe, ich finde ihn. Das war jetzt die Quest, die wir bekommen haben. Das heißt, du läufst hier rum und versuchst, deinen Quest-Giver oder die Quest, was auch immer du bekommen hast, zu erfüllen. Genau. Und hier haben wir auch direkt einen Feind. Jetzt kann man sagen, okay, möchte ich mit dem kämpfen oder nicht? Werde ich jetzt einfach machen. Jetzt beginnt der erste Kampf. Kämpfe, was bringen die? Wahrscheinlich Erfahrungspunkte? Genau, Erfahrungspunkte. Jeder Charakter hat auch ein eigenes Level. Und Items. Und wenn es fremde Rassen, zum Beispiel den hier mit der Trompete, sehr witzig, habe ich zum Beispiel noch nicht, den kann man dann fangen. Und das Ziel ist es, dass ganz am Ende nur noch der übrig bleibt und dann catcht man die. Okay. Mit einem Pokéball, in Anführungszeichen. Ne? So, das Spiel funktioniert so. Wir haben die drei Charaktere. Es ist alles in so Hexer-Geschichten gemacht. Und du kannst jetzt sagen, wo möchtest du diesen Typen hinpacken? Kann man sagen, so, ich möchte jetzt hier hin. Der, mein Hauptcharakter, macht doppelt Damage übrigens. Kommt hier hin. Die ist so ein bisschen auf Range. Kommt hier hin. Der Cupcake geht ein bisschen in die Defensive, weil ist halt so ein Healer eher. Und die ist auch eher so eine Range. Und die kommt mal auch hier nach hinten. So, jetzt bin ich zufrieden damit und kann meinen Zug durchführen. Das ist ja dann wirklich, sieht ja erstmal ganz klassisch aus nach Fire Emblem, nach Final Fantasy Tactics. Genau, richtig. Der andere wäre jetzt dran und jetzt hat er auch schon direkt begonnen. So, bei Nahkampfleuten ist es so, zum Beispiel mit dem Tank, du stellst sie hin und dann werden die beiden hier direkt angegriffen. Genau, das ist hier. Ja. Wie ist denn das Meta von dem Spiel im Moment? Also gibt es da empfohlene Builds? Ist es also normal, dass jeder einen Range-Charakter hat, einen Tank, einen Damage-Dealer? Oder ist das so, dass es auch Leute gibt, die irgendwie Tank-Only und sowas mal abusen oder irgendwie so? Tatsächlich, also ein Tank verbraucht zwei Slots. Das ist nämlich der Punkt. Und dann gibt es noch welche, die hatte ich gerade auch schon gezeigt, so ein bisschen. Wo es dann, da passiert aber viel. Eieiei. Da gibt es auch welche, da sind halt so eher so die kleineren, schnelleren. Und die kann man halt dann zwei auf einen Slot packen. Und dann ist es natürlich auch sehr gut gebalanced. Ich habe auch ein bisschen PvP gespielt. Manche sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie drei Tanks und hau drauf und einen Hauptcharakter. Oder ich bin halt mehr so flink und habe dann aber viele Attacks halt gleichzeitig und kann halt aus vielen Seiten gleichzeitig angreifen. Ne? Oder halt viele Healer oder kein Healer und dafür einen Tank mehr. Das kann man sich alles entscheiden. Und da war jetzt alles dabei, muss ich sagen. Diese Spielmechanik, dass du also im Singleplayer-Story-Modus so deine Gang erweitern kannst und neue Charaktere fangen kannst, ist das dann auch ein Multiplayer oder ist das Spiel so gedacht, du spielst Singleplayer und trainierst und baust dein Team auf und wenn du da Multiplayer machst, dann kannst du zwar keinen fangen, aber kannst die anderen halt platt machen, das macht Spaß. Genau, richtig. Also das Team, was du dir im Story-Modus zusammenstellst, das benutzt du dann auch für PvP und kannst dir dann das dann genauso einstellen. Man kann sich auch zwei verschiedene Teams einstellen, damit man auch wechseln kann, ne, je nachdem, was man so eher braucht. Ne? Also das kannst du dann vor jedem Kampf entscheiden, welches du nutzt. Genau, richtig, ja. Du weißt nicht, wie das Team von dem anderen aussieht, aber du kannst sagen, oder du sprichst jetzt mit einem Freund ab. Das geht natürlich auch, ne? Also wirklich so ähnlich wie bei Pokémon. Ähnlich wie bei Pokémon, genau, richtig. Was mir aber schon aufgefallen ist beim Spiel, dass die Kämpfe relativ lange dauern. Das kann ganz nett sein, weil irgendwie ist es dann schön, wenn man einen Kampf fertig hat und gewonnen hat und das hat echt lange gedauert und man hat nachher noch einen Charakter frei. Und es ist üblich, dass man auch sehr, sehr viel freischaltet am Ende, dass man wirklich dann Pott voller neuer Köpfe hat, voller neuer Armor und so und Waffen und so. Und dann hat man richtig Bock, das genauso weiter zu spielen. Also ein Kampf dauert im Schnitt wirklich 10 Minuten. Mhm. Ja. Wenn du jetzt online spielst, wie ist das mit der Zeit? Das ist ja bei Strategiespielen, finde ich, immer ganz wichtig, dass der Gegner nicht irgendwie 5 Minuten rumpimmeln darf für seine Runde. Gibt es da irgendwelche Time-Limits oder wie ist das da gestaltet? Weil hier hast du jetzt ja offensichtlich unendlich viel Zeit. Genau, den Time-Limit weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall einen. Witzigerweise, vor dem ersten Update gab es das nicht. Dachte ich mir, okay, was ist, wenn der jetzt irgendwie AFK geht und dann sitze ich da? Wenn er bei FIFA keinen Abschluss macht, ne? Eben, scheiße, ne? Nee, aber dann haben sie es da direkt beim ersten Update haben wir dann gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es man einstellen kann. Bestimmt kann man es in privaten Matches auch einstellen. Aber ansonsten. Dürfte man auch theoretisch mit einem Team antreten, das nicht alle Slots verbraucht hat, um den Gegner irgendwie zu demütigen oder so? Das geht, ja. Und wie ist das bei PvP, wenn du jetzt online gehst versucht das Spiel dich dann irgendwie zu matchen mit entsprechenden Gegnern auf dem gleichen Niveau? Oder läufst du auch auf einer Map rum und wenn dir da einer entgegenkommt, der dich platt macht, dann macht er dich halt platt? Nee, PvP können wir gleich auch noch reingucken im dritten Take, wie das da genau aussieht, das versucht schon zu matchen. Und es gibt auch viele verschiedene Modi noch dazu. Ja, dann machen wir das auch gleich. Ja. Soweit schon mal vielen Dank und wir sehen uns jetzt gleich, ich glaube bei Max wieder. Mal schauen.
Ja, in dieser Runde vom Tech Talk, nenne ich es jetzt einfach mal, beschäftigen wir uns unter anderem auch mit diesem netten Herrn. Zelda? Nein, das ist natürlich Ganon. Und was jetzt gerade hier an ist, ist natürlich was anderes. Das schauen wir gleich drauf. Ich wollte jetzt noch einmal was von dir hören. Und zwar hast du mir gerade noch erzählt, es gibt noch ein ganz spezielles Feature mit den Joy-Cons. Worum handelt es sich denn da? Ganz genau. Das ist auch einer der Verkaufsargumente für Nintendo. Denn diese wunderschönen, formschönen Controller, genauso wie der Pro-Controller, haben das tolle HD-Rumble-Feature. Das heißt, du hast hier ganz viele kleine Rumble-Dinger, wie heißen sie? Rumble, ich weiß es auch nicht. In den normalen Controllern hast du ja einfach zwei so dicke Teile, die sich drehen. Zwei davon, die können unterschiedlich hart drehen. Und ich meine, hier sind es mehr. Es soll sich laut Promotion-Video danach anfühlen, als ob es Eiswürfel drin wären. Ich weiß auch nicht, warum, wie die darauf kommen, das so zu promoten. Wer möchte ein Spiel mit einem Glas, in dem man Eiswürfel hören kann oder spüren kann? Ich weiß es nicht. Ja, du hast das so eine Art, wie bei Audio, vielleicht du hast so ein Rumble-Panorama, ne? Mhm. Da kommt das Rumble oben in die Fingerspitze oder unten in den Daumen. Ja, das ist beim Xbox-Controller auch schon sowas. Nämlich in dem Trigger kannst du zum Beispiel bei Autorennspielen halt spüren, wie schnell du fährst oder wie schnell du anfährst. Ist eigentlich ganz cool. Aber du hast es jetzt noch nicht so positiv erlebt. Bei Zelda, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe und auch als erstes hatte, ist es überhaupt nicht vorhanden. Denn die haben gesagt, wir wollen das auf der Wii U und der Switch genau das gleiche Erlebnis machen. Deswegen nehmen wir den HD Rumble raus. Finde ich ein bisschen blöde. Aber das lag dann irgendwie daran, dass du halt bestimmte Sachen nicht so machen konntest. Dungeons und sowas alles. Aber halt so wild. Denn ich habe mir Blaster Master Zero zugelegt. Das ist eine Neuauflage oder eigentlich eine Remastered-Auflage von einem alten Spiel von der Firma Sunsoft. Und da ist dieser HD Rumble aktiv, wenn ich das irgendwie an den Start kriege, dass es läuft. Da haben wir es. Super geile Musik. Erstmal, ich mag das sowieso, diese 8-Bit-Spiele. Und das gebe ich dir jetzt mal direkt dir in die Hand. Denn wenn du jetzt auf Game Start gehst, mit dem B-Knopf bestätigst, nur für den Anfang, kommt gleich eine Szene mit dem Auto. Du gehst auf Slot 2, einen runter und machst auf Start. Und dann hast du eigentlich, warte, bevor du auf OK drückst, bevor du auf Singleplayer drückst, es wird gleich eine Szene kommen mit einem Auto, was losfährt. Und eigentlich da kannst du schon merken, was dieser HD Rumble eigentlich ausmacht. Oder was dieser HD Rumble ausmacht. Natürlich erstmal Loading Screen, ist ja klar. Underwhelmed fürs Erste, aber ich finde es, wenn man länger spielt, ist es eigentlich ziemlich cool. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall was anderes. Also man spürt halt schon verschiedene Stufen der Erschütterung in der Hand. Ja. Es hat mich ein bisschen gekitzelt am Ende. Es ist subtil. Ja. Fahr mal los. Ich hoffe, das wird niemals jemand für was anderes benutzen. Das ist einfach eine vereinfachte Version von dem Spiel, was es damals auf dem NES gab. Also wenn du damals gestorben bist, alles nochmal von vorne. Gesamtes Level. Es gibt ja diese fiesen, harten Spiele. Und hier ist es halt so, du hast Save Points, es ist wesentlich einfacher. Du hast nachher Weapons, die absolut OP sind. Aber, wie gesagt, erstmal die Darstellung ist super cool, meiner Meinung nach. Der Sound ist absolut fett. Und ja, wie gesagt, wenn man so Spiele mag, ist es sowieso was für einen. Außer man Loot hat gerade abgelootet. Ja. Nee, ich habe mich jetzt tatsächlich absichtlich ermordet. Ja. Hätte ich auch gedacht. Das ist wahr, egal. Sieht auf jeden Fall, es macht Spaß. Also das hat sich jetzt auch gut angefühlt. Ja. Vielleicht ist das jetzt auch, das will ich nochmal kurz sagen, das kam jetzt glaube ich ein bisschen so rüber, vielleicht in den ersten beiden Takes auch, als wären wir so voll die Hater. Ich hab die Switch jetzt zum ersten Mal gesehen und ich mag Nintendo eigentlich sehr. Und vielleicht können wir jetzt auch nochmal einen Blick auf Zelda einfach werfen, um zu gucken, wie das Spiel ist, weil deswegen hast du sie dir auch geholt. Das war ja so deine Kaufmotivation, diese 460 Euro zu investieren, hatte ja einen Namen, das war Zelda. Genau. Deswegen würde ich mir das jetzt gerne nochmal angucken. Ja, ich versuche mal dir jetzt zu zeigen, wie schnell wir wechseln können, denn so schnell ist Mikro gar nicht. Oh, sorry. Wie schnell wir wechseln können, ich versuche mal so schnell wie möglich zu machen. Der Controller will ich noch nicht, doch, der will. Ich gehe rüber, der will nicht. R und L, lass mal gucken, jetzt habe ich's. Das war ich. Jetzt habe ich ja trotzdem hier die Bewegung. Ja, perfekt. Ich frage mal so, wie viele Spielstunden hast du schon und macht das Spiel Spaß? Ich habe jetzt 80 Spielstunden und die 80 Spielstunden waren auch, also es hat riesengroßen Spaß gemacht vom Anfang an. Ich muss zu den Dungeons, ich will es niemandem spoilen, aber es sind kleine Dungeons, die jetzt nicht so großartig Spaß gemacht haben, wie in vergangenen Zelda-Spielen, mal den Wassertempel ausgenommen. Aber diese großen Dungeons quasi. Es gibt aber 120 kleine Dungeons auf die ganze Karte verteilt. Also man hat genug zum Finden. Die Welt ist, wie eigentlich schon viele wissen, riesengroß. Die größte Zelda-Welt, die ist
bis dato gibt. Und die, der Spielspaß ist super, gerade auch, weil das Spiel so einen Schliff hat. Was man von Nintendo ja eigentlich kennt. Spiele ja, machen einfach Spaß. Du hast nirgendwo wirklich große Pausen. Egal wo du herläufst, findest du immer irgendwas, was du machen kannst. Du hast jetzt nicht wie bei Metal Gear Solid, ist jetzt ein wichtiges Spiel, wo das genau so war. Was riesengroße Striche, wo nichts passiert. Super geile Grafik, aber da passiert einfach nichts. Und hier ist die Grafik abgespeckt, aber trotzdem sieht einfach super cool aus. Finde ich zumindest. Die Effekte sind super. Und du hast an jeder Ecke, findest du irgendwo einen Stein, den du umdrehen kannst. Da ist dann wieder ein Viech drunter, was du sammeln kannst. Und es gibt diese kleinen Viecher, von denen du 900 Stück sammeln kannst, um dann deine Waffenslots zu erweitern oder um deine Schildslots zu erweitern. Du hast jetzt gerade, ist was passiert, da hast du eine von den vier Weisen oder vier Recken, wie man so schön sagt in dem Spiel, die dir zwischenzeitlich, wie jetzt gerade passiert, deine Health wieder aufleveln können oder wiederbringen können. Es gibt dann noch so einen Sprung und es gibt einen, der dir ein Schild, der den Schild vor dich hält. Und die kann man an- und ausstellen. Ja, du hast jetzt gerade einen ziemlich großen Gegner, brauchst aber eigentlich gar nicht. Du kannst vor ihm wegrennen, ja, kein Problem. Man muss aber auch sagen, wie du gerade gesehen hast, der hat dir gerade mal die Hälfte deiner 14 Herzen mit einem Schlag weggeschlagen. Mhm. Man stirbt sehr, sehr oft in diesem Spiel, was aber keine schlechte Sache ist. Okay, also bevor ich jetzt sterbe, würde ich sagen, das muss als First Look reichen. Du bist aber voll zufrieden mit Zelda. Ich bin absolut überzeugt. Okay. Kannst dir wärmstens empfehlen. Vielleicht das also als wärmendes Abschlusswort, wenn man Nintendo-Spiele mag, dann wird man vielleicht also auch um die Hardware Nachteile, die bislang ja noch da sind, irgendwie rumkommen. Also ich empfehle, wartet so lange, bis Nintendo sagt, jo, wir haben das behoben mit den Joy-Con, wo die jetzt kleine Schwämme eingebaut haben oder sowas. Wir haben das mit der Hitze behoben und wir haben noch eine Handvoll mehr Spiele, die ihr gerne spielen wollt. Denn es gibt viele Multiplattform-Sachen, die man auf der PlayStation günstiger kriegt, weil das sowieso so ist, dass bei Nintendo alle Spiele mindestens 5 Euro teurer sind, warum auch immer. Deswegen sage ich, wartet lieber noch ein bisschen, bis ihr es euch kauft. Aber wenn ihr Mario spielen wollt und Sachen wie Zelda spielen wollt, kommt ihr eigentlich drum rum. Also es lohnt sich in jedem Fall. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Worte. Wir müssen also nur warten, bis Nintendo die Gesetze der Physik verändert hat. Und dann läuft das alles auch wieder. Nein, vielen Dank, Max. Und wir sehen uns ja vielleicht nachher nochmal wieder, um Olli und Benny unter die Arme zu greifen. Und jetzt schauen wir noch einmal nach, wie Alex sich in Pit People... Habe ich richtig gesagt, ne? Pit-Boys. Sich im Pit-Boys People Adventure Dungeon Roguelike einen abstrategisiert. Jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich gucke dahin, jetzt gucke ich hier hin. Jetzt gucke ich wieder hin. Wir sind im letzten Take mit Alex und Alex hat etwas vorbereitet. Er hat den Kampf, den er gerade. Oder ist das ein anderer Kampf? Das ist ein anderer Kampf, ja. Den letzten habe ich leider verloren. Heute sind wir aber alle gut drauf hier. Alex hat also einen anderen Kampf vorbereitet und zwar sehen wir jetzt, wie du hoffentlich den letzten verbliebenen Gegner platt machst und dann irgendwie die Belohnungen einkassierst. Genau, falsch. Ich werde ihn diesmal nicht platt machen, denn... Du fängst ihn? Richtig. Das ist der letzte verbleibende Gegner. Ist leider von der Rasse her nichts Spannendes. Das ist der gleiche wie, also glaube ich, ein Human. Ne? Und vielleicht können wir auch gleich direkt mal reingucken. Warte, wo sind die? Dort. Hier ist ein schönes Kompendium von allem, was man so gesehen hat. Und das ist auch sehr witzig. Beispielsweise Cupcake. Gut, Deutsch und Englisch vermisst ich jetzt, ist jetzt natürlich auch LXS, ne? Aber sieht man jetzt auf Deutsch, dass das sehr schön illustriert ist mit wunderschönen Zeichnungen und so von allen bestimmten Rassen, die es da so gibt, in Octoklop und so weiter. Kann man auf jeden Fall alles nachlesen. Und ich fange ihn jetzt so, dass man halt, man sollte immer so einen Kescher dabei haben, so ein Netz. Und ich gehe jetzt einfach mal hier hin und lasse die Runde starten. Jetzt geht sie hin und fängt. Rekrutiert. Sehr schön. Ich bin beeindruckt. Ist das Vieh, was du jetzt gefangen hast, stärker als der, den du schon hattest von der Rasse oder schwächer? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde es gleich auf jeden Fall sehen. Hier sind jetzt meine Belohnungen. Das können auch noch deutlich mehr sein. Ich hatte es zwar schon, dass es wirklich bis zum rechten Bildschirmrand komplett gefüllt ist. Hier sind auch ein paar Statistiken aufgezählt. Okay, bin jetzt zufrieden und kann jetzt mit meiner Beute quasi wieder zurück. Das ist mal ein geiler Tooltip. Danke. Die haben auch natürlich recht, ne? Und jetzt kann ich natürlich wieder zurück zu dem Ort, wo wir vorher waren, der natürlich auch direkt hier ist. So, jetzt habe ich sie reingeschmissen und kann wieder raus. So, und jetzt bin ich wieder zurück in meinem Dings und habe jetzt Pavement. Pavement ist mein... Ja, guck mal, der hat so ein... Wie heißt das nochmal?
aus den 90ern, dieses Steinschleuder. Slingshot oder Steinschleuder. Genau, eine Slingshot. Ich habe einen Prickly, das ist wahrscheinlich ein Helm, das mal wie ein Kaktus aussieht, finde ich schön. Und nochmal 27 Gold, was aus irgendeinem Grund eine Truhe ist. Und 61 Bonus Gold ist, sind Münzen. Aber ich denke mal, das sind die, die ich auch gesammelt habe. Genau. Von Gold kannst du dir wahrscheinlich auch Items kaufen. Genau, hier im Markett kann ich mir Items kaufen. Und, und ein Söldner, hier Grizzly zum Beispiel mit einem riesen Beil, Schokobeil, kann ich mir dann da holen. Ich kann auch ganz viele verschiedene Sachen. Das ist übrigens sehr schön gestaltet. Sind Söldner das gleiche wie normale Charaktere? Ja, also was heißt normale Charaktere? Also man kann jeden Charakter spielen, jeder Charakter spielt sich anders. Und die sind halt in verschiedene Rassen eingeteilt, verschiedene Arten der Charaktere. Genau, und hier zum Beispiel kann ich jetzt meine neuen Sachen, zum Beispiel jetzt dem hier, kann ich diesen Kopf mal geben. Da ist er, Prickly. Und jetzt hat er einen schönen Prickly-Kopf und so kann ich mir das halt zusammen gestalten. Richtig. Wenn wir jetzt einmal so das Spiel als Ganzes betrachten, bist du denn damit zufrieden, dass du es dir im Early Access geholt hast oder würdest du es auch anderen empfehlen? Wie sieht das aus? Also ich bin sehr froh, dass ich es im Early Access gekauft habe, denn es ist tatsächlich günstiger als im Early Access. Es wird nachher, glaube ich, ein 5er mehr kosten. Ich habe es für 15 gekauft, es wird 20 kosten. Und ja, da man halt das schon mal anspielen kann und ich bin jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich weit gekommen, weil ich will erstmal warten. Ich habe jetzt ein Bild gemacht, denke mir, okay, geil, ich werde es mal viel verkaufen. Und wenn es noch rausgekommen ist, werde ich es noch richtig spielen, weil dann halt alle Features da sind. Ich will jetzt nicht schon alles verbraten, meinen ganzen Spielspaß und dann kommen noch Features raus und ich denke mir, okay. Behältst du denn deinen Spielfortschritt oder kriegst du, wird das so ähnlich wie bei Gwent das dann sein wird das dann alles irgendwie ersetzt und du kriegst dann für das, was du hattest, einen gewissen Antrag an Gold oder sowas und kannst dir dann davon was holen, damit es fair ist für die neuen Spieler? Ich glaube, ich behalte meinen Spielstand tatsächlich. Also wie gesagt, es ist halt auf, es wird gematcht. Ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, jetzt ist jetzt der Versus-Modus, der PvP-Modus. Da kann man sich entscheiden zwischen einem unfair Koop, mit dem man mit zwei Freunden halt eine Riesenmenge Geld, indem man drei PvE-Sachen, ein Stück, genau, nacheinander. Oder halt das Versus. Und hier wird halt dann gematcht. Und dann kann man halt mit zwei Leuten, kann man, ja, schöne Brille. was geht hier ab? Okay, kann man mit zwei Leuten gegen zwei Leute spielen und auch halt privat dann oder halt mit anderen Leuten gematcht dann. Also dein Fazit zum Spiel in wenigen Worten? Ich finde, Behemoth ist die lustigste Spielefirma, die es gibt überhaupt. Und die haben mal wieder wirklich einen Schenkelklopfer. Lustiger als Ubisoft und EA Sports. Ubisoft und EA Sports sind auf eine andere Weise sehr lustig. die sind wirklich lustig. Tatsächlich lustig. Wie man jetzt auch gesehen hat, schon an den Zeichnungen, wie das hier Ganze aussieht. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich Waffen gibt. Aber ich denke mal schon. Schusswaffen. Schusswaffen, ja, wirklich. Also so richtige, so aus San Andreas, so, ne? Das war der komischste Gun-Sound, den ich je gehört habe. Das ist eine Minigun. Ne? Die coolen Kids aus San Andreas, ne? Die in der Hood sind. Ja, was ist. Kannst du das jetzt bitte auch moderieren? Also, Pit People, klare Empfehlung. Die haben mal wieder einen rausgehauen und wer Strategiespiele denkt, probiert's mal, das ist geil. Danke Alex und jetzt auf zur letzten Runde King of Ultimate Championship, whatever. Shippuden Ninja Storm Arcade Edition. Genau das. 98. Da sind wir, endgültig. Jetzt sind wir im großen Finale von Ultimate Fighter Ninja Storm King of egal. Shippuden habe ich vergessen, ja. Olli, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Du hast jetzt ja zweimal von... Nein, muss ich gar nicht sagen, nein. Ich habe gewonnen. Ja, unentschieden. Wenn es darum geht zu verlieren, hat Olli gewonnen. Das ist richtig. Bester von hinten, alles gut. Olli, wir haben jetzt uns das Spezielles überlegt. Es gibt ja immer 3-gegen-3 Spieler hier und du hast jetzt als Erster die Möglichkeit, aus diesem kompetenten Spielerkreis dir einen Mitspieler zu wählen für dein Team. Max. Weil also Olli wird Max als Erstes? Ja, weil der so competitive ist. Der zockt ja immer Nintendo-Spiele und die sind ja richtig competitive, deswegen nehme ich den, ja. Benni, wer ist deine erste Wahl? Alex hat gerade schon ordentlich vorgeschmettert und behauptet, er sei ein richtiger Street Fighter-Profi. Insofern werde ich mich darauf mal verlassen. Also, Benni nimmt Alex und jetzt darfst du den letzten nehmen, Simon oder mich? Ich nehme dich. Das war ein großer Fehler. Ich bin super schlecht im Beat'em-Up, das ist einfach so. Ihr seid einfach alle gut, von daher. Ja, und du nimmst dann...
Den Kameramann. Benny wählt sehr gerne Simon. Genau. Also, es spielen also Max und wie heißt du, Olli und Alex? Nein, ich habe alles vergessen. Ja, wir drei gegen die drei. Wenn also ein Charakter stirbt, dann übernimmt der Mitspieler. Wir machen also richtiges Tag-Team-Battle und sucht euch eure drei Spieler aus. Wer als erstes von euch stirbt, muss dann dem nächsten Spieler das Pad geben. Wer ist dein Ersatzspieler? Max, du hast ihn als erstes gewählt und bei dir Alex. Wunderbar. Also, los geht's. Bitte wählt eure Heroes. Nein, die beiden hier bestimmen jetzt einfach. Aber ich will den Deutschen nehmen. Nee, ich will Mr. King, nicht den King nehmen. Nee, ich will. Was? Wählt einfach aus. Ich will den, die andere. Happy D, nimm den Stark. Happy D, ja, da ist doch, jetzt wird doch die Order. Ich bin Terry. Ja. Du bist auch rechts, ne? Cool, links. Ja, links, genau. Hallo. Terry, alles klar. Na, Leute, ihr könnt da ja die Reihenfolge festlegen. Ja, das haben wir noch nicht verstanden. Ich bin Terry. Wenn sich doch nur einer das mal durchgelesen hätte. Oh mein Gott, es geht los. Round 1. Benny, du schaffst das. Siehst du diesen Arsch? Cherry. Cherry Bogart. Cherry Bogart ist unser Mann. Wir haben schon gewonnen. Mit Feuer habt ihr keinen Schaden. Andere Richtung, Benny. Ich spüre überhaupt gar kein Teamgefühl. Ich hau ihn einfach rein. Nein, doch. Nein. Doch. Ja, doch, ist gut. Benny, mach's gut. Mach's gut. Super. Jetzt, boah, Kick ist sich. Läuft der Ton so, Simon? Ja? Läuft der Ton? Stimmt. Okay. Ja, interessiert mich nur gerade so. Während es hier so aussieht, als würde Benny... Oh, Benny, super. Benny, oh, und Max muss übernehmen. Ich glaube, ich komme gar nicht dran. Benny. Ja, ich glaube auch nicht. Wenn du so weit spielst. So, du musst das und das drücken, dann geht das schon. Das ist Pro Benny. Jetzt ist Chang... Oh, was? Mr. T aus China. Ja, jawohl! Ja, mach das immer! Spam ist einfach. Ja! Ich hab grad ein schlechtes Gefühl, ich bin wahrscheinlich der letzte Spieler, das ist eigentlich gar nicht so gut. Nee, wirklich. Das ist eigentlich egal. Wir müssen am Ende dann. Ja, super! Nochmal! Oh! Und Alex muss reinspringen, Benny. Ich bin euch fertig. Max, bitte gewinn einfach. Ich will nicht, dass du mich mit dem Vorsprung in die letzte Runde schickst und ich dann verkacke. Das wäre unangenehm. Haidan gegen Chin. Oh, Alex direkt mit einem netten Ellbogenpunch. Ich wollte nur mal was an die Haider da draußen sagen. All die Haider. Meine Güte, ich dachte, ich habe das schlechteste Wortspiel gemacht, aber das müsst ihr euch nochmal nachher in aller Ruhe geben. Hey! Nein, Lord! Alex, wie sieht's aus? Bist du mit Haiderns Performance zufrieden? Ja. Max, wie siehst du das? Wie stehst du zu Chin? Diesen Move, den wir gerade gesehen haben, wo er seine Kette schwingt, der ist irgendwie imbar, aber auch nicht stoppbar. So, ja. Aber macht den und dann macht er den Kinn. Chin Chang heißt der wahrscheinlich. Dann heißt es doch Haidan. Ja, okay, dann heißt er Chang Chin und Chris Haidan. Oh Gott, Max, bitte mach einfach. Schulterlassen! Ja, voll, Alex! Sehr schön. Das ist kein Problem. Das ist nicht Problem. Kennt ihr jetzt vielleicht den Film Kill the Boss? Das würde ich jetzt mit Chris. Das taucht ihn gegen. Ey, der ist besoffen. Rote Punkte. Hier, Heider. Sauber, Alex. Quasi super. Trotzdem. Locker. Ja.
Wow. Nicht gegen Simon, nein. Was ist das? Komm her. Weiter. Ach so, das waren die das waren die Charaktere, die wirklich waren. Ach so, lol. Ja. Oh komm, Simon. Schon das was. Ja, nein. Was ein Gott! Wer hat das gemacht? Ich weiß es doch selber nicht! Das, meine Damen und Herren, ist, wie man den Chef tötet. Gefeuert. Mein Herz schlägt so schnell. Es war so aufregend. Ja, das war ein sehr enttäuschendes Ende für eine einfach enttäuschende erste Ausgabe der Remastered Home Session. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vermutlich in einem Monat. Wir sehen uns. Hallo, tschüss. Ciao. Hey.